Donnerstagmorgen und natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute Morgen hole ich erstmal zwei Bagger aus unserer Kosmetikabteilung. Fahre ich hier rüber. Es wird einmal ein 350er Hitachi sein und wird der 336 Cut sein. Dann fahre ich nach Weilerbach. Wahrscheinlich, ist noch nicht sicher, muss ich da ein Bobcat mitnehmen. Das sehen wir gleich.
Also es war nicht eine 336, sondern es war ein 323. Wie man gesagt, kriegt wohl eine große Kartbacke raus. jetzt fahre ich rüber nach Weilerbach ins Hospital. Da steht 914. Ich weiß nicht, ob es ein Dosan ist oder ob es ein Lieper ist. Normal müsste das ein Dosan-Bagger sein. Man geht auch hierher. Der, und da ist noch eine Ramax. Ramax ist so eine. Quasi so ähnlich wie eine Rüttelplatte, nur mit Walzen. Und ferngesteuert. Ja, also, weil man mit dem Bagger draufheben müssen, die soll auch nach Hause. Mache ich jetzt als nächstes. Kamera hinne, die dachte, wär die Speicherkarte voll, aber ist wohl der Akku leer, beziehungsweise nur noch halb voll, keine Ahnung. Aber die geht jedes Mal aus, läuft 2-3 Sekunden und dann geht sie aus, also ich denke, Speicherkarte habe ich getauscht, aber ich habe wohl nicht auf den Akkustand geachtet. Naja, es geht noch. Bin gerade am Herumdoktern. Ich habe mir wieder mal ein Mikrofon geleistet, aber das verbindet sich noch nicht mit der Kamera. Habe ich jetzt wieder was gekauft. So ein Kameramod halt quasi. Und hoffe, dass das dann geht. Das hier ist der Bagger, den ich jetzt lade. So wie er da steht. Um mal wieder zur Sache zu kommen. Na? Also. Später rotes Laden muss kommen. Geht auch nach Hause. Er geht nach Hause. Erst Waschplatz, dann Beauty-Salon und dann ich glaube, der wird noch Wartung gemacht. Fährst du hoch oder fährst du runter? Der fährt hoch. Durchfahren, sondern ich muss einmal außen herumfahren.
Dach. Ich bleibe einfach hier vorne dran stehen. Da steht er. Da steht er daneben drin. Alles zu. Gucken, was der alles dabei hat. Seite ist blöd, ne? Geh mal kurz gucken. Augenblick. Ah ja, Schädel nach 3. Ich bin 1. Ich war in den Zollhafen. Da hole ich den 1166 Radplatte. Der geht noch rüber nach Riba, rüber nach Bingen heute Abend. Ist jetzt nicht so weit weg. Was ist denn hier wieder? Geht fast um meinen Weg. Dann geht alles gut. Also ein bisschen auf, hält mir ein bisschen mit. Ja. Bordstein gerutzelt. Bordstein, was wird es nicht hier? Da auch drüber, jawohl. Ich fahre einmal ums Karree. Das haut so nicht. Oh, ich will die ganze Karre dreckig gerade. Ach komm, schalt doch. Stufe ausziehen. Ich auch noch mal. Wo ich gedreht krieg da hin. Federung geil vorne. Ich will drehen. Ich glaube, ich kann da hinten noch drehen. Leute. Oder? Thank you.
Rad getrieben. Laden wir jetzt und dann über nach Bingen. Ja, ich habe 5. Ha, sorry, ich komme heute irgendwie nicht zum Filmen draußen. Jetzt gleich in Bingen. Ich muss dabei schnell. Hopp, hopp, zack, zack. Würde ich. Sorry, ich bin genervt. Yeah.
hier hängen geblieben? Ich hoffe nicht. Nee. Passt. Dann da rein, es ist gut. Wo steht denn jetzt der Hänger drüber? Oh. War hier ein Parkplatz, ja? Scheint so. Scheint so, ist mal eingezeichnet. Alles gut, ich nehm alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. So, fahren wir sie mal gleich. Ja, brutal, ne? Es ist 4:30. Ist noch nicht 4:30. Und es ruht schon alles. Okay. Oh, Wendeplatz gemacht, ja? Was? Wendeplatz gemacht, ja? Ja. Sehr schön. Ich hab für dich da ein bisschen zu hängen. Och was, sehen wir schon. Schon wieder leer. Rum raus. Ne? Ich hoffe, ich kann da hinten noch genauso gut drehen wie das letzte Mal. Ach, die Einfahrt hier ist einfach. Sorry, beschissen. Die ist einfach beschissen. Ist leider.
sein. Also. Ich hoffe, ich komme da hin. Wenn ich jetzt einen Zaun aufmachen würde, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ehrlich gesagt, keine große Lust mehr. Falls da hin. Ich hoffe, das klappt. Das erste Mal hier war, hat es auch geklappt. Ich denke, ich kann die Autos schießen. Noch alles. Klappt noch alles. Weiter, wo die Kopf bleibt, könnte immer stehen. Also, danke. Ich werde gehen. Warte hier zwar auf den Bordstein.
laden wir erstmal den 1937. Der 1934 steht in Bingen, richtig. Das rote steht in Völklingen. Und da steht er ja, der Operator. Voll in der Pampe wieder. Aber ja, es ist wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Soll ich zuerst drehen? Ich glaube, ich drehe. Ich drehe schnell hier und dann Klung. Brecherkolonne bricht.
hier im Hof einen Löffel mit Messer laden. Wie gesagt, jetzt fahre ich Luftlinie 300 Meter von hier. Da steht ein 914. Den lade ich dann und fahre den auch runter an die Brücke, wo der Tunnel gebaut wird. Da geht es hin. Geh kurz raus gucken. Sorry, ich habe zu spät auf der Auslöser gedrückt. Ich hätte mich ja schon davor, ich gerade reingefahren bin. Egal. Der steht. Da fahren wir jetzt hin. Liege schon da. Ja, sieht nicht so aus. Hier fahren wir jetzt hin, laden Bagger ab. Ich weiß nicht, ob ich den Hopper abladen soll, aber ich denke, den lade ich hier ab. Oh doch. Liege sind doch schon da. Die Raser. Also, Bagger ist ohne, der steht schon da oben wieder. Wir bauen jetzt hier
hier die Brecherkolonne quasi ab. Ich lade jetzt erst das Band. Soll ich einen Meter ausziehen? Ich glaube, ich ziehe einen Meter aus. Jetzt fahre ich dann nach Hause, dann sattel ich um. Dann hole ich noch die Brecher. Mit dem hier zwei. Ja.
Schraubsiebanlage. Ganz da hinten drin im Eck steht das blöd zu ganz bald Endeband mit dem großen Trichter dran oben. Ah ja, uns regnet. Also ich lade es jetzt ab hier. Dann, es ist 2:05. Bin alles umgesattelt habe, ist es 3 Uhr vorbei. Schauen wir mal. Lust habe ich echt keine mehr heute. Lieber morgen früh schnell eine Fahrt gemacht. Morgen früh ist auch nichts los auf der Gasse. Aber ich weiß halt nicht, ob es morgen früh glatt ist. Was ich nicht weiß. Samstagmorgen haben wir es, hallo. Gleich 6 Uhr. Ich fahre heute Morgen schnell runter an die Brücke und hole noch den Brecher nach Hause. Tieflader alles schon vorbereitet. Ausgezogen. Gestern Mittag habe ich nicht mehr viel gemacht, beziehungsweise ich hab das Band abgeladen, dann habe ich den Tieflader ein bisschen sauber gemacht, umgesattelt. Soweit vorbereitet. Heute Morgen willst du noch losfahren. Ich hoffe, ich triff dich auch gut. Ich wollte sowieso da sein heute. Seit längerem da sein. Samstags. In da sein meine ich in der Firma. Und ich muss dringend Fett dran machen. Aber die Behälter vom Tieflader sind leer. Fast leer. Da ist nur noch ein Mühe drin von der. Die Aktschenkel und die Antriebswelle ab vom LKW. Sprache. Achszahl 8. Alles richtig gemacht. Meine Standheizung zu programmieren heute Morgen.
Qual jedes Mal. Echte Quälerei jedes Mal. Dinge, die ja nicht ganz sauber sind. Soll jetzt kein Vorwurf sein an der Baggerfahrer. Ist nur, wenn da vorne drin noch Dreck hängt, ja. Dann quält sich halt hoch. Er quält sich halt hoch. Das ist halt immer so eine Sache dann. Wäre es wirklich einfacher, wenn man mal so wie es eigentlich geplant war. Dieser Einwerks-Dolly quasi kämpfen. Also quasi Schwanenhals mit einer festen Achse dran. So hatten wir Fahrer, beide, die das fahren. Hatten uns das eigentlich gewünscht so, aber dann kam ja der April, wo das alles kommen sollte und dann hieß es auf einmal, wir haben gar nichts bestellt. Stattdessen hat man jetzt einen 5-Achs-Semi-Tieflader gekauft. Semi heißt, der hat eine Fahrhöhe von mindestens 80-85 cm und mit Rampen hinten dran. Dass du dann mit jeder Ladung bei 4,30 m und 4,40 m bist. Also ist völlig für den Arsch das Ding. Sorry. So, und brauchen wir definitiv nicht. Wir hatten uns damals das Dreieck sehr Tiefbett, ganz normales Tiefbett, keine Baggerbrücke. Ja. Da ich das dann solle fahren, die meiste Zeit mein Dreiachse wäre dann verkauft worden oder in Zahlung, was weiß der Geier. Auf jeden Fall habe ich mir dann Rampen vorne dran gewünscht, feste Rampen, so lange wie es da geht. Also Klapprampen, die ich dann von Hand runter klappen muss. Ja. War alles abgesprochen und dann hieß es auf einmal, wir haben gar nichts bestellt. Selbst mit dem Dreiachse, ja, hätte dann vorne an der Zugmaschine mit dieser einen Achse könnte der gute 10 bis 12 Tonnen mehr laden. Also alle Bagger, die wir haben, hätte man mit dem Tieflader auch fahren können. Der wird genauso zu Hause stehen wie unser erster Rampe-Tieflader. Der steht genauso zu Hause. Der wird nur gebraucht oder nur genutzt, wenn man den wirklich braucht. Ansonsten steht das Ding zu Hause. Sein. 500.000 Euro für nichts. Und der, weiß nicht, 360.000 oder so kostet der. Auf jeden Fall mit diesem Einachs-Dolly, ja, ist hier jetzt auch gar kein Problem gewesen.
brauchst du dann nie mehr eine Sondergenehmigung. Aber das kommt eh, dass wir bald nichts mehr mit unserer Dauergenehmigung fahren. Sorry, ich bin schon wieder am Heulen. Stark am Überlegen, eigentlich sollte der nächste SLT, der jetzt kommt, sollte eigentlich quasi mein letzter werden, ja, dass ich dann danach irgendwas anderes fahre. Aber vielleicht wird der hier schon mein letzter. Ich habe nur den Hals dran, quasi. Ich kann schon rüber gucken, ob die Grube frei ist. Wenn die Grube frei ist, drücke ich schnell ein bisschen Fett dran. Ansonsten machen wir das die Woche irgendwann. Das wird sich nochmal ergeben. Ja. Und nochmal, ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss mit dieser Folge. Ja, war eine normale Folge, würde ich jetzt sagen. Ich habe viele Sachen nicht gefilmt, leider. Ja. Danke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so gut, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wer es noch nicht gemacht hat, würde mich riesig freuen. Macht einfach meine Videos ein bisschen bekannter. Auch mit dem Fahrzeug ohne Rad. Ist ratlos. Wenn ich das so sehe, ich denke, die Grube ist nicht frei. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao. Die Grube ist nicht frei. Okay, da fahren wir wieder. Ah, es ist dieser TÜV heute. Ja, okay, alles. Dann hat sich sowieso erledigt. Bis denn.